Können vielleicht zu viel Antioxidantien, sprich OPC oder Astaxanthin, doch schaden durch zu viel antioxidative Wirkung? Fragezeichen. Das heute alles in diesem Video, wenn du dran bleibst. Jede Sekunde hat unser Körper es mit vielen Erregern zu tun und das ist auch okay, wenn wir haben ein Immunsystem. Hey, es gibt verschiedene Immunzellen. Heute soll es um die häufigsten gehen und zwar die 60% aller Leukozyten ausmachen. Das sind die neutrophilen Granulozyten. Diese haben einen sehr, sehr interessanten Mechanismus, die Phagozytose. Die sehen wir einmal hier, wie das funktioniert. Die Reaktion heißt Oxidative Burst Reaction, oxidative Burstreaktion. Wenn man das überhaupt so übersetzen kann. Richtig viele Menschen, die von Oxidantien hören, denken, es sei per se schlecht und nur Antioxidantien sind gut. Doch ohne Oxidantien würdest du jämmerlich sterben, denn eine Million Erreger würden dich überrennen. Inwieweit Antioxidantien dies beeinflussen zum Negativen, klären wir im Laufe des Videos. Nun aber erst zu dem Prozess, wie das genau vonstatten geht und mit den Radikalen, die so gut für uns sind. Alles kann in einer bestimmten Konzentration an einem bestimmten Ort gut sein. Zum Beispiel das Gift des Fingerhuts kann tödlich sein, aber auch ein Herzmedikament als Stimulus dienen. Es gibt sogenannte Phagolysosomen, das sind eine Art Gefängnisse für Erreger von deinen Immunzellen. Sie sind eine Art Wessel oder eine Einstülpung, in die Bakterien hineingezogen werden können und dort behandelt werden, zum Beispiel unschädlich gemacht werden. Dort werden Radikale produziert in der Oxidative Burst Reaction. Ja, richtig, Radikale werden produziert von deinem Körper. Alles startet mit Sauerstoff. Deshalb ist frische Luft so wichtig und hilft bei Erkältungen, denn diese liefert den ersten Baustein für die Immunantwort zur Vernichtung der Erreger. Sehen wir hier. Das O2 ist Sauerstoff, ja? Elementarer. So, er ist der erste Schritt. Aus Sauerstoff wird ein Radikal namens Superoxid, welches theoretisch jetzt schon Bakterien vernichten könnte. Doch wie passiert das? Das NADPH ist ein Nukleotid, welches normalerweise Wasserstoffe überträgt, wird durch die NADPH-Oxygenase gezwungen, ein Elektron auf den harmlosen Sauerstoff zu übertragen, sodass jener jetzt eins über hat und zum Radikal wird, dem Superoxid. NADPH wird zu NADP+, da ihm eine negative Ladung jetzt fehlt, die auf dem Sauerstoff ist, was ihn zum Radikal gemacht hat. Wer in meinem vorletzten Video sehr gut aufgepasst hat, weiß, was mit dem Superoxid passiert. Es wird durch die Superoxid-Dismutase, die selbst produziert wird von deinen eigenen Zellen, aber auch stimuliert werden kann, zum Beispiel durch OPC, habe ich gezeigt in meinem letzten Video, zu Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid ist, wie viele vielleicht wissen, ebenfalls ein antibakterieller Stoff. Er wird aber trotzdem weiter entgiftet durch Fragezeichen. Viele treue Zuschauer wissen es. Das Enzym, welches graue Haare verhindert, richtig die Katalase. Das reicht unserem Körper aber nicht. Er möchte im finalen Schritt das Enzym Myeloperoxidase auf das Wasserstoff loslassen. Dieser addiert ein Chloratom dazu und wir erhalten das Bleichmittel Hyperchlorid. Und das möchte unser Körper tun. Wieso stoppt unser Körper nicht schon beim Superoxid oder beim Wasserstoffperoxid? Das ist ja auch schon effektiv ist gegen Erreger. Doch das effektivste Hyperchlorid ist ebenfalls ein Antifungizid. Das heißt, es wirkt auch gegen Pilze und das will unser Körper haben. So, nun haben wir gelernt, wir brauchen Radikale in einer bestimmten Konzentration. So wenig bzw. so viel, dass es für die Erreger reicht, aber nicht unsere eigenen Zellen tötet. Und an einem bestimmten Ort, wo die Erreger Dichte hoch ist, so dass die Wahrscheinlichkeit, eine Körperzelle zu treffen, sehr gering ist. Und das ist in den sogenannten Phagolysosomen, die Gefängnisse der Granulozyten, für Erreger gegeben. Wie wir wissen, sind Radikale Oxidationsmittel. Sie klauen Elektronen und Antioxidantien sind Elektronenspender, das heißt Donatoren. Wenn wir jetzt zu viel Antioxidantien zuführen, kann eine Einschränkung der Immunantwort die Folge sein? Fragezeichen? Ja und nein. Untersuchungen gibt es nur bedingt dazu. Dazu gleich mehr. Wenn eine Konzentration im Blut so hoch ist von Antioxidantien, dass beim Einschluss des Erregers in die Phagolysosomen auch Antioxidantien eingeschlossen werden können, könnte es problematisch werden. Doch glaube ich nicht, dass diese Konzentration jemals erreicht werden könnte.
Denn dazu gleich mehr. Ich zeige euch mal eine Studie, wo die Aktivität der Enzyme, die notwendig sind für die Bakterienbeseitigung, innerhalb des Phagolysosoms beobachtet werden in Bezug auf den OPC-Konsum. Vergleich wurde dies mit Anabolika, dies können wir aber eher ausblenden, das Boldenon. Zu sehen ist, dass die Katalase und die Superoxiddismutase sogar leicht angehoben werden, die ja notwendig waren, um das finale Hyperchlorid entstehen zu lassen, den finalen Schritt. Das ist auch sehr schön zu sehen, denn im vorletzten Video habe ich ja gezeigt, wie OPC die körpereigenen Antioxidantien anregt und vielleicht gar nicht selbst das Antioxidant ist. Des Weiteren zeigt sich die NADPH-Oxygenase, die Oxidation von Sauerstoff vorgenommen hat und die Kette ins Rollen brachte, sich nicht beeinträchtigt durch das OPC, sondern macht genauso ihren Job weiter. Sie oxidiert den Sauerstoff, der dann dementsprechend zu dem Radikal wird, das Superoxid, das auch notwendig ist zur späteren Bakterienvernichtung. Zusammenfassung: Radikale sind an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Konzentration notwendig. Es gibt sicher Konzentrationen im Blut, wo der Einschluss der Bakterien in die Phagolysosomen, Gefängnisse der Bakterien der Immunantwort, nicht passieren kann ohne gleichzeitig Antioxidantien-Einschluss. Doch wurde dies noch nie in Studien beobachtet, beziehungsweise meine ich, ist es auch nicht zu erreichen, da sich Studien manifestiert hätten, die gezeigt hätten, dass Antioxidantien das Immunsystem schwächen. Doch das Gegenteil war bisher immer der Fall, laut Studien. Die ersten Schritte der Kaskade, wo Sauerstoff zersetzt wird, erfordert das Enzym NADPH, Oxygenase, welches nicht gehemmt wird durch OPC. Und auch hier nochmal in einer völlig anderen Studie, wo Katechine untersucht worden ist und dessen Aktivität. Des Weiteren wurde in den Studien gezeigt, dass Antioxidantien, zum Beispiel OPC in der Studie, körpereigene Antioxidantien erhöhen, zum Beispiel Superoxidismutase oder Katalase, die dazu beitragen, das finale Hyperchlorid entstehen zu lassen, was effektiv Bakterien und Pilze tötet. Ich persönlich mache mir keine Sorgen, durch zu viel Antioxidantien mein Immunsystem zu schwächen, aber im Labor wäre das sicher zu inszenieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, du hast diesmal alles verstanden, mehr, wirklich ausführlicher geht es einfach gar nicht, ja, das sind... Wirklich, danke fürs Zusehen, wir werfen nochmal einen Daumen nach oben von dir, für meine Arbeit, sehr freuen, Kanal abonnierst, dabei auf die Glocke drückst. Leute, du musst auf die Glocke drücken und hau einen Kommentar rein, ich will endlich in die Trends. Würde mich sehr freuen, auf vitasmal.de zu sehen, wir haben übrigens eine neue Studie auch gemacht zu Glutathion. Höhere Bioverfügbarkeit auf vitasmal.de, meine Supplements, würde mich sehr freuen, euch da zu sehen, den Kanal unterstützt dabei. Bis gleich auf vitasmal.de, wir sehen uns. Ciao, mein Freund.